Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind ja schon seit gestern auf der Messe hier. Also gestern Abend sind wir angekommen. Jetzt haben wir eine ruhige Nacht hier verbracht. Du hast doch gar nicht gesagt, wo wir sind. Stimmt, wir sind jetzt hier auf der Messe in Leipzig. In Sachsen. Genau. Aha. Und ja, ihr seht, es ist ein bisschen nieselig, es regnet, aber das macht ja nichts. Wir gehen ja jetzt in die Hallen rein. Und wir sind frisch angezogen, weil wir sparen uns das Geld wieder mal für die Garderobe. Ja. Der Weg ist ja nicht weit von dem Parkplatz hier. Ja, aber es ist schon kalt. Ja, und deshalb gehen wir jetzt los. Ja, also ihr hört euch das Intro an und wenn ihr dann fertig seid, dann geht's sind wir drin. Weiter. Also, bis nachher. Ja. Noch ist alles ruhig. Ja. Da hinten stehen aber stürmend schon die Massen, sind gleich wieder eröffnet. Ja, es ist kurz vor 10 Uhr. Ja. Wir sind noch kurz. Grüß Gott von der Messe Leipzig. Hast du gehört? Jetzt kommt's, jetzt geht's los. Jetzt ist sie wieder offiziell geöffnet heute. Ja. Jetzt geht's los und wir begeben uns in die Massen und nehmen euch ein Stückle mit. Also. So. Ja, wenn wir auf die Messe gehen, auf eine Caravan-Messe, dann ist immer unser erster Weg zu. Ja, dann schauen wir erstmal, ob Hümer vertreten ist. Und natürlich gehen wir dann zu Hümer. Ist ja ganz klar, Hümer ist einfach unser Fahrzeug. Ja, ja, und wir wollen ja auch wissen natürlich, was sich geändert hat. Mhm, genau. Und da nehmen wir euch jetzt einfach mit und zeigen euch mal, wie sich die neuesten Modelle von Hümer so entwickelt haben. Okay, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, ja. So, hier stehen wir schon vom neuen Premium-Modell. Mhm. Masterline BML 880. Jetzt sagen wir sie, da schauen wir mal rein, oder? Ja, sieht gewaltig aus von außen. Also, hier haben wir ein Fahrzeug mit einer Länge von 8,89 Meter. Das ist natürlich schon eine Ansage, ja. Kostet 147.000 Euro, so wie er hier steht, mit einiges an Zubehör. Und 8,90 Meter, Ossi. Da schauen wir doch mal, was da an Komfort mehr drin steckt als in unserem 7,50 Meter Fahrzeug. Ja, also das ist ja über einen Meter länger. Ich denke, das wäre mir fast zu lang. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Das hätte ich auch sagen. Ja. Also rein mit dir. Ja. So, was natürlich als erstes auffällt, das ist der tolle Tisch, der sich hier auch auseinanderfalten lässt. Ja. Und das ist natürlich schon mal ein ordentlicher Komfortvorteil gegenüber unserem Wohnmobil. Mhm. Der Fernseher ist hier in der Sitzgruppe angebracht, was den Nachteil hat, dass man, wenn man mit dem Rücken zum Fernseher sieht, sitzt natürlich nicht sehen kann. Ja, da muss man sich halt umsetzen. Also ja. Das sehe ich jetzt nicht als Mangel an. Hier ist Mercedes wieder als Basisfahrzeug gewählt, wie bei vielen neuen Hümer Premium Modellen. Und wenn man nach hinten schaut, dann sieht man schon, die Küche ist etwas großzügiger, deutlich großzügiger als bei uns. Das ist klar bei 1,40 Meter mehr Länge. Das würde ich aber auch sagen, gell? Und? Ah was, ja, schau mal, schön. Ja, das ist natürlich toll. Das ist natürlich klar, bei mehr Platz kann man natürlich mehr solche Gimmicks einbauen. Was mir gleich auffällt, das ist der neue Schrank. Schau mal, der ist wieder da. So wie es auch bei unserem Fahrzeug ist, fällt natürlich ein Brett in der Mitte. Ja, das muss ja nicht sein, da kann man ja auch hängen oder das kann man ja individuell einrichten. Nach unseren Ansprüchen. Ja, genau. Aber schau mal, das ist ein kombinierter Gas- und Elektroherd. Ja. Ja, man nutzt also die neue Technik mit der Lithiumbatterie, dass man da auch elektrisch kochen kann im Wohnmobil. Mhm. Und dann haben wir hier einen großzügigen Schlafbereich und Badbereich, eine Badlandschaft kann man schon fast sagen. Tschüss! Da lässt sich die Tür nicht öffnen. Aha. Also ich sehe schon gleich mal eins, dass man hier an einem Gimmick, das wir eingebaut haben, gespart hat. Und zwar lässt sich die Tür nicht mehr nach beiden Seiten öffnen. Das ist also, ich sehe das als Vorteil in unserem Fahrzeug, dass die Tür mit Magnetverschluss versehen ist. Das heißt, sie geht nach außen und nach innen und hier hat man wohl etwas gespart.
und hat hier ein etwas einfacheres Schloss hingebaut, sodass die Tür sich nur noch nach innen öffnen kann. Vielleicht braucht man das auch nicht, dass die Tür sich ganz öffnet, weil dieses Fahrzeug ja eigentlich 2,35 Meter ist. Also man hat mehr Platz. Aber das ist ja. Ich denke, das wäre trotzdem kein Nachteil, wenn das gleiche Schloss verbaut wäre, wie es bei uns verbaut ist. Ja. Man war ohnehin etwas sparsam. Schau dir mal die Klappe an. Da mal ein Luftloch drinnen gelassen. Das ist jetzt natürlich wieder typisch Mann. Ja, das soll natürlich ein besonderes Design sein. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Holzfeld, das ich sparen. Ja. Was bei diesem Kleiderschrank bei uns sehr schön ist, das ist, dass der hier eine Tür hat zum Badezimmer. Die ist leider nicht mehr vorhanden. Bei diesem großen Bad braucht man die wahrscheinlich auch gar nicht. Schau mal, hier ist nämlich nochmal ein Schrank. Ich finde es trotzdem gut und auch hier könnte man einen Griff reinmachen ins Bad. Aber hier ist der Spiegelschrank. Dafür hat das Bad einen großen Vorteil. Es hat nämlich zwei Fenster, ein Dachfenster und ein Ausstellfenster. Also, es gibt einiges, was sich verbessert hat. Mhm. Und es gibt sehr einiges, schön, was nicht mehr so toll ist, was jetzt wieder schön ist. Das ist die Trenntür hier, die Ossi nicht zukriegt. Nein, weil keine drin ist. Doch, da ist eine drin. Nein, da ist keine drin. Ich denke, dass die noch reinkommt. Dass die jetzt einfach ausgebaut wurde, weil das so vorführt. Du willst sagen, da gehört eine rein, aber die ist noch nicht drinnen. Genau, dann es sind oben und unter Schiene und Scharniere, also die Tür fällt noch, aber die ist bestimmt drin, wenn man ja aussieht. Hier haben wir freistehendes Waschbecken, das sieht sehr gut aus. Ja. Und natürlich der Duschbereich etwas angenehmer gemacht als bei uns, denn man hat jetzt da die ganze Ablage, hat man da in halber Höhe gemacht. Aber hier hat man eine kleine Stufe drinnen, wenn man das Brett rausnimmt. Dennoch, also sehr ansprechend. Aber man muss auch sagen, dass das ganze Fahrzeug 9 Meter lang ist. Und 9 Meter ist natürlich schon eine Ansage für ein Wohnmobil. Das muss man auch erst einmal dann den Platz finden, um überall hinstehen zu können. Das ist halt der Nachteil dann bei so großen Wohnmobilen, ja. Wo ist die Technik? Beobachtung? Jawohl, super untergebracht. Ja, das sieht gut aus. Schön versteckt. Schön versteckt, ja. Und mit einem Handgriff ist man trotzdem dran. Ja, super. Sehr schön. Ja. Das ist schön. Auch der vordere Bereich sieht sehr einladend aus. Mit dem neuen Mercedes-Cockpit und der etwas dominanten Mittelkonsole und am Lenkrad natürlich alle Bedienelemente, die relevant sind. Ja, so könnte ich wegfahren, Ossi. Ja, auch etwas groß. Dass das ein Dreiachser ist, führt dazu, dass er auch den Überhang für ein 9 Meter Wohnmobil nicht zu lang hat. Also der ist noch im Schmerzbereich von 2 Metern, würde ich sagen. Ja? Und hier haben wir die Heckgarage, die großzügig ist. Warum wir hier diese Fächer, die bei uns auf der Beifahrerseite sind, wo sie ja auch leichter zugänglich sein müssen, denn man will ja da mal hin, wenn man steht, warum die jetzt auf der Fahrerseite sind, das erschließt sich mir nicht. Und würde ich auch nicht als so geschickt betrachten, aber hat sicherlich technische Gründe. Schau mal, da sind gar keine Steckdosen. Also ich sehe gar keine Steckdose. Ja. Also die Steckdose fehlt. Ja, das finde ich eigentlich, sollte eigentlich sein, oder? Also ich finde das praktisch, die Steckdosen, gerade um unsere E-Bikes aufzuladen. Das geht dann alles wunderbar. Wir haben das Elektropaket in unserem Fahrzeug mitbestellt. Und da sind zwei Steckdosen in der Garage dabei, an denen wir unsere E-Bikes aufladen. Und es scheint hier zu fehlen. Guten Morgen. Mhm. Ja. Kümmer auf Mercedes mit Frontantrieb, das ist die Besonderheit. Und die Frontpartie schaut schon edel aus, oder?
Ja, schönes also, Fahrzeug, ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, immer wenn ich einen Hümer fahren sehe, dass das ein ja, schon besonderes Design ist. Also wir erfreuen uns an den Anblick eines Hümers immer wieder. Jawohl. Habe ich schön gesagt? Ja, super. Ganz toll hat er das gesagt, gell? Gebt uns einen Daumen dafür hoch. So ein Fahrzeug, wo der Ossi gleich die Farbe gefällt. Ja, das ist einfach sehr schön, mal etwas anderes wie immer dieses Weiß. Ja, aber die kostet natürlich auch wieder ein paar tausend Euro extra. Ja, das ist leider das Schade daran, ja, weil mir gefällt es, wenn ein Fahrzeug auch ein wenig, vielleicht noch auch außer ein kleiner Pep hat, oder? Ja, die B-Klasse Masterline. Das Fahrzeug kostet jetzt, so wie sie hier steht, 151.000 Euro, ist 7,90 Meter lang, also 40 cm länger als unser Fahrzeug. Ja. Und die schöne Farbe, Außenfarbe Kristallsilber, 2.990 Euro. Wer sich das leisten möchte, hat natürlich dann ein schönes Fahrzeug. Ja, und es sticht eigentlich auch hervor, oder? Absolut, ja. Mhm. Also absolut ein sehr schönes, sehr schönes Zusatz, ja. Mhm. Schauen wir mal rein? Ja. So, auch das sieht schon mal ganz edel aus. Genauso mit dem Mercedes-Cockpit und ist wie der 9-Meter-Wagen, ja, ja, ist natürlich dann etwas abgespeckt und kommt dann schon eher dem entgegen, wie es wir gewohnt sind. Ja. Und da sehe ich auch schon wieder den neuen Schrank, den wir haben. Auch das hat Mercedes hier wieder berücksichtigt, dass der im vorderen Bereich ist von der, vom Badezimmer und nicht im hinteren Bereich. Ja. Sehr schön ist natürlich hier, die Küche ist natürlich etwas größer, ist klar, wenn das Auto etwas länger ist. Und breiter vor allen Dingen, ja. Und auch breiter, ja. Und sehr schön natürlich die Kombination zwischen Gas und Elektro. Ja. Sehr schön. Ganz aktuell, ja. Ja, sehr schön. Da haben wir hier den Heckbereich mit den Einzelbetten und der separaten Schüttel. Ursula hat jetzt gerade das Fahrzeug zerlegt. Nein, die Stufe war irgendwie wahrscheinlich nicht richtig. Ich habe nichts gemacht, nichts gemacht. Also keine Kommentare diesbezüglich. So. Ja, und auch das ist wieder sehr ansprechend gemacht. Sehr schöne Ablagen hat es hier. Ja, hier und da und hat bestimmt auch USB und so Schätze. Ja, klar. Bestimmt irgendwo versteckt. Also da braucht man gar nicht suchen, das hat Hümer eindeutig. Mhm. Und hier haben wir die beiden Kleiderschränke im unteren Bereich. Ja, der ist sehr schön groß. Ist ja auch alles mit, normalerweise mit Licht, jawohl. Aha. Oh, das ist sogar sehr hell, das ist Licht jetzt. Ja, und hier haben wir den kleinen Beistellschrank, wie wir auch haben. Du meinst das hier? Ja, das ist auch noch mal so ein Schrank. Ja, mit Fach. Ja, auch mit Licht natürlich. Also das ist, na gut, jetzt ja. Sehr schön. Sehr schön, ja. Das Bad ist wieder als Raumbad ausgelegt. Hier haben wir jetzt eine Variante mit Klimaanlage. Aha, okay, ja. Ja. Und hat hier nur ein Dachfenster. Und da haben wir die Dusche. Und es sieht mir da ein bisschen danach aus, als wenn der Radkasten das tankieren würde, denn wenn man das Brett rausmacht, dann hat man hier eine kleine Stufe drinnen. Aber die ist nicht so hoch, also die würde mich jetzt persönlich nicht stören. Ja, man steht aber trotzdem uneben, also ich finde es nicht als Gewinn. Was schön gemacht ist, eben, das ist auch wieder diese Mittelablage, die bei uns eine Säule ist und dadurch den Raum in der Dusche etwas begrenzt. Und wenn man dann hier zumacht, im Badbereich, da ist die Toilette, dann ist der Platz schon sehr begrenzt. Ich sage immer, umso dringender das Bedürfnis, umso größer wird dann der Platz. Die Tür, die wir noch beim anderen Modell nicht eingebaut gesehen haben, die haben wir hier. Also mit Trenntür ist natürlich schon die elegantere Lösung gegenüber einem Vorhang, aber ein Vorhang tut es auch. Mhm. Genau, aber sehr schön. Sehr schön, ja. Schauen wir in die Heckgarage. Ja. Die Heckgarage, die ist jetzt gewohnt, großzügig mit Steckdosen, Ossi. Ja, genau. Also
Wir haben uns auch kundig gemacht und da heißt es, es gibt ein Elektropaket, das sind dann diese Steckdosen inklusive. Und dann sieht man auch wieder, diese Ablagefächer sind wieder auf der Fahrerseite, was für mich eine etwas schlecht nachvollziehbare Lösung ist, aber wie gesagt, sicherlich technische Gründe hat. Schönes Auto, Ossi. Ja, sehr schön. Hat aber auch seinen Preis, 150.000 Euro, ist kein Pappenstiel. Ja, so ist es. So, und da ist auch unterhalb der 100.000 Euro Grenze Fahrzeuge ergibt und Leute, die sich diese zulegen wollen, zeigen wir natürlich auch mal ein Fahrzeug von Hümer, was unter diesem Preis liegt. Und da haben wir den Exis T580 als teilintegrierten entdeckt und da schauen wir mal rein. Mhm. So, da sieht man, das Fahrzeug hat eine Länge von knapp unter 7 Metern und kostet 63.740, so wie er hier mit dem Zusatzpaket hier steht. Den Unterschied zwischen Exis, der Exis und den herkömmlichen Hümer-Modellen, da ist kein klassischer Doppelboden eingebaut. Man sieht es hier an dieser Stufe, die man hier sehen kann und die man hier sehen kann. Und ansonsten ist der Exis natürlich ein vollwertiger Hümer. Ja? Ja. Also er hat alles qualitativ so hochwertig verbaut wie jeder andere Hümer. Er ist aber auch nicht auf Mercedes gebaut, sondern jetzt hier auf Citroën. Aber Citroën produziert mittlerweile mit Fiat in Kooperation oder zusammen im gleichen Werk sogar. Man sieht es hier, das Cockpit, das ist ein Original Fiat Ducato Cockpit mit Citroën Logo. Okay, ja. Da kenne ich mich weniger aus. Aber was mir natürlich immer sehr gut gefällt, das ist, wenn die Küche direkt am Eingang steht. Ja. Das ist so, das mag ich eigentlich. An mir ja jetzt selber nicht, aber ich finde es immer schön, wenn ich das irgendwo sehe. Da gefällt mir das. Zumal das hier seitlich ein Brett hat. Mhm. Man sieht es hier. Oh! Ja, Ossi hat jetzt gerade wieder das Fahrzeug zerlegt. Nein, ich nicht. Aber da, ich sehe, es hängt nur an einem Scharnier. Das sollte man vielleicht mal dem Verkäufer oder irgendeinem Berater sagen. Wir haben jetzt leider unsere Werkzeugkiste nicht dabei, sonst würde man sich natürlich sofort instand setzen. Ja. Ja. Oh je, oh je. Ja, also so ist es halt, wenn ich mit der Ossi unterwegs bin. Wir sind ja schon oft durchgeschumpfen worden, ja, dass wir uns in den Fahrzeugen aufhalten. Aber die Ossi bringt es in Ordnung, das kann ich euch versprechen. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal den hinteren Bereich. Man sieht hier also wieder Einzelbettlösung. Und oben hat man keine Schränke, sondern da hat man dann ringsum Fächer. Ja. Und dann die beiden Fenster. Auch hier sind die Schränke unten, Kleiderschrank links und an dieser Ablageschrank auf der rechten Seite. Und dann das Bad. Da hat man dann, manche sagen dazu, das ist ein Duschklo. Ja. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn man auf die Toilette gehen will, hat man wesentlich mehr Platz im Bad, das ist ganz klar. Wenn man duschen will, ist es nicht ganz so komfortabel. Vor allen Dingen hier ist die Problematik, dass der Radkasten in die Duschwanne reingebaut ist und es etwas weniger komfortabel ist. Alles wieder repariert und sogar schon im Händler gesagt, dass man das jetzt vielleicht richten sollte, dass es dann nicht nochmal passiert. Also, jetzt brauchen wir keinen Kommentar mehr dazu, diesbezüglich, Ossi. Mhm, genau, alles bestens. So, eine weitere Einschränkung, was man gemacht hat hier beim Exis, das ist, dass man die Schubladen als große Schublade genommen hat. Zwei Einzelschubladen ist natürlich etwas einfacher, aber funktionabel ist es deswegen genauso. Man kann also genauso gut damit umgehen. Ja, man muss halt immer auf die Seite stehen. Ist wahrscheinlich Gewohnheitssache. Ja. Klar, wenn man hier kocht und macht, muss man immer rechts oder links auf die Seite. Ja, ja. Das ist ganz klar. Ansonsten grundsätzlich sind wir der Meinung, dass auf der Beifahrerseite der Herd besser untergebracht ist als auf der Fahrerseite, so wie es bei unserem Fahrzeug ist. Ja. Mir persönlich gefällt es halt. Ja. Aber es ist der Platz noch etwas eingeschränkter als auf der Beifahrerseite.
Als auf der Vorderseite. Ist halt eine andere Aufteilung, kann man jetzt wieder nicht vergleichen. Gut, okay. So, hier haben wir die Heckgarage. Sie hat auch wieder eine Garagenlast von 350 Kilo. Auch da muss man drauf achten. Und wenn du mal auf die andere Seite rüber schaust, da sieht man dann nämlich, dass hier keine zweite Tür ist, sondern eine zweite Klappe. Also hat Vor- und Nachteile natürlich, ja. Aber wer es nutzen kann, für den ist eine zweite Klappe manchmal vielleicht sinnvoller als eine zweite Tür, Ossi, oder? Was? Eine zweite Klappe ist manchmal sinnvoller als eine zweite Tür, und je nachdem, wie die Bedürfnisse des Einzelnen sind. Ja, das ist klar. Das ist immer nach dem Einzelnen gerichtet. Ich finde jetzt eine zweite Tür besser, weil wir dann unsere Fahrräder und auch alles andere besser und raus bekommen. Aber wenn man jetzt eine Wanne hinten reinstellt, ist vielleicht eine zweite Klappe sogar nicht einmal schlecht. Jeder wie er will. Genau. Auch mal ein Hümer Bike sein. Mit umklappbaren Lenker und wahrscheinlich auch mit Pedalen, die umklappbar sind. Lithium-Batterie, die als Pufferbatterie immer noch eine Gelbatterie hat. Da haben wir ein bisschen Hümer-Zubehör, inklusive Tasche. Und da ist das neue Zenne-Gerät, was man im Hümer einbauen kann. So, hier sind wir jetzt bei Rollerteam. Wir haben uns eigentlich noch nie ein Fahrzeug von Rollerteam angeschaut, obwohl das ja auch ein beliebtes Fahrzeug ist. Und mittlerweile haben die auch richtig ordentlich hergerichtet. Also die schauen richtig toll aus. Und hier haben wir den 284 Integral. Der hat eine Länge von 7,45 Meter. Ja. Und einen Preis von 60.090, also so wie er hier komplett ausgestellt ist, für 69.000 Euro mit Einzelbetten. Und also ich würde sagen, da gucken wir mal rein, oder? Schauen wir uns mal an, ja. Da lacht das Herz jeder Hausfrau. Also alles in Weiß, das ist wunderschön, oder? Also ich muss sagen, mein Herz lacht da jetzt überhaupt nicht, weil das erschlägt einem, dieses Weiß. Das gefällt mir nicht. Ich denke auch, dass das ganz schön empfindlich ist. Ja, jetzt, ich denke gerade sagen, für ein Wohnmobil, wo man ja doch auch im Freien und viel wandern geht oder mal nass mit nassen Kleidung reinkommt, ist das schon eine etwas kompliziertere Sache, so weiß das zu halten. Aber das ist natürlich Geschmackssache, den gibt es auch sicherlich in anderen Farben. Das ist möglich, aber so wie er jetzt hier steht, ist nur schwarz-weiß. Mir gefällt es nicht. Sorry, Rollerteam, aber so ist es einfach. Aber das gibt es vielleicht wirklich noch in anderer Ausstattung. Was ich schon mal sehe, was eigentlich deutliche Verbesserung ist gegenüber unserem Wohnmobil, das ist der Tisch. Mhm. Ja? Also der ist zwar nicht ausziehbar, aber schön verschiebbar und sehr groß. Da kann man was anfangen, im Gegensatz, wie es manche andere Prämienhersteller gemacht haben. Der vordere Bereich, das ist der normale Fiat Ducato. Und die Rückfahrkamera ist eigentlich untergebracht, was sehr schön ist, weil sie dann auch vom Navi-Siefer getrennt ist und somit, wenn mal was ist mit Navi-Siefer, man auf die Rückfahrkamera nicht verzichten muss. Die Ossi zerlegt in der Zwischenzeit schon mal die Küche. Ja? Nein, mache ich nicht, aber das schaut auch, es ist auch Softeinzug. Ja. Das ist natürlich schon sehr schön. Ja. Was ich in das feststellt habe, aber das kann auch vielleicht noch nachgezogen werden, also wenn man das dann runter macht. Das knallt. Ja, gut. Das kann man vielleicht noch nachstellen oder so. Man sieht also hier auch. Hier hat es keine Auszüge unter der Spüle. Das ist alles fest. Dann sieht man hier im Eingangsbereich ist der Fernseher untergebracht. Das ist für uns der praktische Platz für den Fernseher, weil man dann auch von der Seitenbank her Fernseh schauen kann. Und da haben wir den Wohnbereich. Nein, den Schlafbereich. Genau. Da ist die Dusche. Da haben wir
Wie geht das? Achso, da muss das Brett. Ah, da ist auch ein Radkasten, schau. Ja. Kommst du mal besser rein? Ja. Das geht jetzt nicht auf, weil. Ah, jetzt. So. Und leider ohne Dachfenster. Kein ja. Fenster. Ja. Ah, ja, das fehlt sicherlich. Und was auch nicht so berauschend ist, ist, dass man also hier den Duschbereich richtig im Schlafbereich integriert, dass der nicht durch ein Holzband getrennt ist. Auch kein Vorhang, gar nichts. Es ist kein Vorhang, nichts da. Ja. Also da muss man sich selber was einfallen lassen. Ja, das ist hier das Bad. Ein Fenster an der Toilette. Was aber ein Dachfenster meines Erachtens nicht ersetzt, denn die Feuchtigkeit, die zieht nach oben ab und man kann das natürlich leichter offen lassen, ein Dachfenster als ein Seitenfenster. Die Kleiderschränke, die sind dann hier untergebracht, also hier ist ja, also hier ist ein kleiner Nebenschrank. Ja, aber ist sehr und da links auf der anderen Seite haben wir dann den Kleiderschrank. Ja. Moment, wirklich hier. Ja. Ja, der ist eigentlich geräumig, aber ja. Ich weiß gerade, ist das ein Kleiderschrank oder schon? Ja, doch, das ist ein Kleiderschrank. Kann man hier nicht erkennen, ob das. Und ansonsten ist es geräumig untergebracht. Es ist auch hier eine Ablagemöglichkeit für Handy und Co. vorhanden. Mhm. Steckdosen. Kann ich jetzt nicht erkennen, aber sind vielleicht da. Auch noch oder zusätzlich. Aber das gibt es wahrscheinlich auch als Ausstattungspaket, dass man das da mit reinmacht. Genau. Ja. So, die Garage ist also nicht ganz so groß, aber ich denke, zwei Fahrräder kriegt man da. Zwei Fahrräder passen rein, ein Regalsystem passt dann zusätzlich vermutlich eher nicht mehr rein. Aber zwei Fahrräder passen rein. Und ansonsten kann man die Fahrräder auch, hier sind die Vorrichtungen innen, die Sicherungen, dass man hinten noch einen Fahrradträger hinmachen kann. Schönes Fahrzeug. So viel von Rollerteam? Ja, da lässt sich auch gut Urlaub machen, würde ich sagen, oder? Absolut. Ja. So, da sind wir bei den Designmodellen von Mobilwetter. Besticht immer wieder durch irgendwelche neuen Lösungen.
den Veloslide kann man hier sehen von der Firma Thule. Und wir waren uns jetzt nicht sicher. Ich habe immer gedacht, den kann man nach beiden Seiten ausziehen. Aber so wie es ausschaut, geht er nur nach einer Seite zum Ausziehen. Hier ist er. Und das etwas Merkwürdige ist, wenn ich hier stehe. Ja doch, der geht hier zum Ausziehen. Aber wenn ich ihn zur anderen Seite ziehen will, dann muss ich auch von der Seite, also von der anderen Seite gibt es keine Zugmöglichkeit. Aber die Fahrräder stehen hier sehr stabil drinnen. Hier sind sie stabil untergebracht und es geht auch ziemlich zum Boot runter, sodass insgesamt wenig Platz verloren geht. Was Gas angeht, haben wir jetzt einiges erfahren. Es gibt also verschiedene Gasfilter und wir werden uns diesen hier zulegen. Das ist ein Betankungsfilter, den man beim LPG tanken vorm Tankvorgang aufschraubt und dann auch wieder manuell reinigen kann. Und auch zu Truma, wer meint, seine Gasflaschen, die sind sauber mit Propan gefüllt. Er hat recht. Das Problem ist nur, dass nicht alle Gasflaschen sauber sind. Ohne dass ich jemals so eins gefahren bin. Aber wir wollen uns jetzt hier mal ein Premium-Modell von Rapido raussuchen. Das gibt es auch ohne Doppelboden. Das hat hier jetzt schon alte Heizung und alles dabei. Also schon ein Premium-Fahrzeug und kostet, so wie es hier steht, 101.748 Euro. Mit allem Zubehör, der eingebaut ist, mit Doppelboden. Es gibt es auch ohne Doppelboden, mit Alco-Fahrgestell. Und ja, schauen wir nochmal her. Die Länge von dem Fahrzeug ist 7,49 Meter. Es ist zwar auf 3,5 Tonnen zugelassen, aber es empfiehlt sich sehr wohl, den aufzulassen, denn sonst darf man da nichts mitnehmen. Und man hat doch immer etwas mehr dabei, als man meint. Und bevor wir jetzt da lange quatschen, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das gute Stück von innen an. Sie hat es wieder drauf. Wenn man jetzt da reinschaut, da sieht man schon eine Besonderheit. Es ist nämlich keine klassische Rücksitzbank vorhanden und es ist ein super Tisch. Ja. Also ich weiß es nicht, warum andere Hersteller das nicht hinbekommen. Ja, so ein Tisch, der hier schmal verwendet werden kann und den man leicht ausklappen kann. Und dann hat man einen großen Tisch für alle, die am Tisch sitzen. Mhm. Dass keine Rücksitzbank da ist, das finde ich ein super Konzept. Ja, man und kann hier auch die Beine schön auflegen. Und hier sind sogar Gurte. Und also hier sind Gurte, sodass als Quersitzer können hier auch vier Personen mitfahren, zwei auf den vorderen Sitzen. Mhm. Also eine ganz tolle Lösung.
Was man hier sieht, das Ganze ist auf Fiat Ducato ausgebaut. Das ist also hier das normale Fiat Ducato Fahrwerk. Ist soweit ansprechend, ist soweit okay. Und da haben wir den Küchenbereich. Der ist eigentlich schon groß, also mit dem kann man schon ein bisschen was anfangen. Ich habe den Eindruck, dass der etwas geschickter organisiert ist als in unserem Wohnmobil. Also, es ist hier alles ordentlich angerichtet, hinten ist der Herd. So einige Gimmicks schon dabei, also ja. Das sieht sehr schön aus, gefällt mir sehr gut. Das ist auch ein Dreiflammherd. Ja, wunderbar. Und die Auszüge, schau mal, vielleicht kannst du mal einen Schub aufmachen. Jawohl. Mhm. Jawohl, Einzug. Den großen vielleicht noch mal rechts, wenn es aufmacht. Ja, ja, da geht was rein. Da kriegt man schon die ganzen Töpfe unter. Also super, macht einen sehr, sehr guten Eindruck, das Fahrzeug. Hier hat's auch noch der Technikbereich ist hier über der Eingangstür angebracht und der Fernseher gleich daneben. Mhm. Schön versteckt, weil man kann ihn mit einer Klappe zumachen. Ah ja. Allerdings bringt man dann keinen Backofen drüber. Ja, und, ja? Okay. Ja. Irgendwelche Einstellungen muss man bei 7,45 Meter machen. Genau, und ob man einen Backofen unbedingt braucht, auf jeden Fall ist der Fernseher so gut untergebracht und man kann von 4 Plätzen aus den Fernseher sehr gut Fernsehen schauen. Ja, sehr schön. So, dann haben wir hier den Schlafbereich mit Trenntüre. Wunderbar. Tschüss. Und eine Dusche. Die ist mit groß. Dachfenster. Die ist schön groß. Nur einer kleinen Ablage, die aber an sich ausreichend sein sollte. Und mit ein bisschen Radkasten, der aber nicht sehr störend ist, weil die Dusche nicht eckig ist, sondern etwas in die Länge geht. Mhm. Also die geht da hier, man sieht es wahrscheinlich von der Perspektive etwas schlecht, aber die geht hier schräg hinter. Man kann, vielleicht stellt sie mal rein, Lucy. Der Teppich drin, also wir beschädigen hier nichts, ja, da ist ein Teppich, ja, so dass man hier reinstehen darf und ein Leichtgewicht wie die Ursi schon gleich zweimal. Naja. Hallo. Hallo. So, dann haben wir hier im hinteren, im Bettbereich, was man sieht, links wieder den Kleiderschrank mit Licht. Ich sehe kein Licht. Nein, kein Licht. Kein Licht. Und rechts haben wir da einen Schrank. Aber er ist sehr groß. Vielleicht kannst du mal rein mit der Kamera. Dann geht das Licht ja, glaube ich. Oder? Naja, nicht so. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Er ist sehr groß, auf jeden Fall. Und hier das Gleiche. Auch sehr groß. Die sind sehr groß. Ja. So, was man feststellen muss, ist, dass die Fenster nicht ganz am hinteren Kopfende sind, was ja immer eine Sache ist, die ich permanent kritisiere bei Fahrzeugen, ja, aber die wohl teilweise konstruktionstechnisch bedingt sind. Mhm. Ja. Man sieht es hier, also wenn man den Kopf hochlegt beim Schlafen, kann man nicht zum Fenster rausschauen. Mhm. Und das ist mir wichtig, weil wir sehr viel freistehen und wenn der Auto ranfährt, dann will ich sehen, was da vor sich geht. Was ich auch vermisse, das ist eine Ablage für Handy und Co. im Mittelbereich. Ja. Und da ist auch keine Steckdose angebracht. Da ist, dahinter ist irgendwo. Also auf der linken. Also ja. Da korrigieren. Es ist eine 12 Volt Steckdose ist dran. Ja? Das haben wir gerade den Kopf angehauen. 12 Volt Steckdose ist dran. Das ist natürlich für die heutige Zeit zu wenig. Muss man ganz klar sagen. Vielleicht kann man es nachrüsten. Das kann natürlich. Ja, aber wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe in dem Preis, dann will ich nichts mehr nachrüsten. Ja, so ist es. Ja. So, und dann haben wir hier noch zum Abschluss das Badezimmer. Das sieht ganz gut aus. Mhm. Das ist schön groß, finde ich. Ja, ist auch ausreichend mit kleinen Heizkörper. Der auch nicht unbedingt ungeschickt ist. Und da oben haben wir ein Dachfenster, was man gut gebrauchen kann. Spiegelschrank. Ja. Ossi, brauchst du einen Hammer? Ja, die kriegst du da auf. Aber da hier ja ein Griff ist, müsste es eigentlich aufgehen. Da gibt es bestimmt einen Trick. Okay, lass mal. Ja, also. Manchmal stellen wir uns ein bisschen deppert an. Ja, mit Hammer wollen wir jetzt auch nicht rangehen. Nein.
Aber es ist im Griff dran, es muss aufgehen. Ja, okay. So, die Heckgarage mit einer kleinen Halsschlange drinnen, die ist an sich nicht riesengroß. Aber sie ist auch nicht furchtbar klein. Was meinst du jetzt? Also die Garage ist nicht riesengroß. Ja. Okay. Steckdosen, sehe ich keine, oder? Ja, nein. Nein. Außerdusche kann man anbringen. Da hinten ist eine Steckdose. Dahinter? Ja, okay. Also an der Fahrradtür ist eine Steckdose, was natürlich nicht die glücklichste Lösung ist. Sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt manchmal, je nachdem wie man steht, kommt man von der Fahrerseite aus nicht gut an die Garage ran. In der Regel kann man von der Beifahrerseite aus die Heckgarage besser bedienen. Ja. So unsere Erfahrung. Ja. Genau, ja. So, und hier sieht man mit einem kleinen toten Winkelspiegel, was natürlich ausreichend ist. Ja, hat ein ansprechendes Design, oder? Ja. Und auch von innen muss ich sagen, mir gefällt das sehr gut. Ja. Zuschauer, die Wohnwagen fahren. Ja. Und für die haben wir jetzt auch was entdeckt auf der Messe. Ja, weil wir haben mitbekommen, uns wurde erzählt, dass es hier einen Wohnwagen gibt, den wir uns unbedingt anschauen sollen. Ja. Das ist so was von exklusiv, das gibt es noch gar nicht. Und ihr seht jetzt schon an, wie viele Leute das genau, sind. Genau, wollte ich gerade sagen, also da ist ein Kommen und Gehen, das muss sehr interessant sein und wir versuchen uns da jetzt auch einfach mal ein paar Impressionen einzufangen. Ja, genau. Also, großartig erklären können wir nichts. Nein, da können wir jetzt, genau, aber wir können es euch einfach einmal zeigen. €55.000 für einen Wohnwagen als Basispreis. Schon mal eine Ansage und dann schauen wir mal, was man dafür kriegt. Ja, schau mal, und da sind zwei Türen, die man total aufmachen kann. Ja. Wie lang ist das? So. Das ist der Wohnbereich. Hier mit Fernseher. Große Eingangstüre. Und hier geht es in den Schlafbereich mit separater Dusche und geräumigen Toilette, allerdings ohne Waschbecken. Muss man dann gegenüber gehen, wo ist das Waschbecken? Und da ist das Schlafzimmer auch. Wenn man am See steht, mit einer schöneren Aussicht als in der Halle in Leipzig. Ja. Wo ist das Waschbecken? Keine Ahnung, wo hier ein Waschbecken ist. Hast du in der Küche wahrscheinlich die Hände waschen? So, hier sieht man auch die Steckdosen. Es ist an vieles gedacht. Konstruktion ist immer relativ, aber wenn man so eine Toilette hat, so einen großen Toilettenraum, dann sollte man auch eine bessere Möglichkeit für ein Waschbecken finden, als das hier ist. Ja. Aber praktikabel ist es. Aber ob eine praktikable Lösung bei einem solchen Wohnwagen ausreichend ist, das ist eine andere Sache. Da erwarte ich eine komfortable und keine praktikable Lösung. Was ich? Ja, schon, aber es ist ein Waschbecken drin. Das wäre noch schöner. Ja, im ersten Moment sah es auch wirklich so aus, wie wenn gar keins drin war. Für die Spanienfahrer. Drei Flammengasse.
Und das ist hier. Mit Touch. Push. Oder Push. Hier steht Push. Push. Okay, da pusht nichts. Aber hier pusht's wieder. Und im Backofen? Ich glaube, hier, oh, große Fächer, kann man nichts sagen. Und das ist Kühlschrank mit Gefrierfach wahrscheinlich. Jawohl. Mhm. Nicht schlecht. Also, außergewöhnliches Fahrzeug, ja. Aber 9 Meter für einen Wohnanhänger. Ist ein ganz schönes Stück zum Ziehen, da braucht man aber dementsprechend das Auto davor, oder? Und mit Klappwaschbecken, also. Du mit einem Klappwaschbecken, okay, das ist nicht übel. So schlecht ist das ja jetzt nicht. Wie sie das sagt. Nee, aber es ist schon mal was anderes, was Außergewöhnliches, würde ich sagen. Genau. Mhm. So, wir stehen hier am Stand von Malibu. Mhm. Und das weiß ja jeder. Malibu Karthago. Mhm. Wir haben jetzt auch hier mal kompetent nachgefragt, was der Unterschied ist zwischen Malibu und Karthago. Und haben uns sagen lassen, dass das so der kleinere Bruder ist. Also ja, die etwas abgespeckte Variante vom Karthago. Und wie es geheißen hat, die gleiche DNA, ah. Also die gleichen Erbfaktoren, also aus dem Hause Karthago. Eine Variante, die etwas nicht ganz so luxuriös ausgestattet ist und damit auch im Preis etwas niedriger liegt. Und hauptsächlich macht Malibu Kastenwägen. Ja, das ist also ihr bevorzugtes Betriebsfeld. Aber sie haben jetzt auch einen integrierten und den zeigen wir euch jetzt mal. Der vollintegrierte von Malibu. Der I441 LE, von außen schon mal ansprechendes Design, Ursi. Ja, schön. Dann schauen wir mal, was er innen hält. Ja genau, dann schauen wir uns jetzt mal an. 3,5 Tonnen und er ist auf bis auf 4250 Kilogramm auflastbar und kostet jetzt hier, so wie er dasteht mit der Serienausstattung, 74.950 und als Ausstellungsmodell 84.610 Euro. Man sieht hier, also der ist mit Einzelbetten und hat eine Länge von 6,65 Meter, also unterhalb der 7 Meter. Okay, dann schauen wir uns den jetzt einfach mal an. Also rein mit dir. Halber Sitz, richtig. Was ich schon mal sehe, das ist, dass kein Hubbett vorhanden ist, also das ist die Variante ohne Hubbett. Ja. Gibt es natürlich bei anderen Herstellern auch, meist aufpreispflichtig. Und da hat man auch die klassische Sitzvariante wieder. Mhm. Und das Fiat Ducato Cockpit. Also auch alles standardmäßig, keine Besonderheit. Der Tisch ist okay. Ja. Und Spüle und Herd wieder auf der Beifahrerseite, wie es die Ursi bevorzugt hat und wie es mir auch besser gefallen was würde. Mir eigentlich wirklich gut gefällt, ja. Dieses sogenannte Brett bei Hümmer, also dieses Hümmerbrett, das hat er hier nicht, die Ablagefläche. Ah, okay, ja. Aber der Tisch ist ja in unmittelbarer Nähe, sodass man sich also hier aushalten kann. Aha. Dafür hat er oben in der ersten Etage ein ja, genau, Brett, ist ja wo also die Spüle abgestellt wird. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Wo der Fernseher untergebracht ist, das kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht wahrscheinlich ist er hier drinnen. Ja, ja, da ist er, ist ja, er, da ist er untergebracht. Oberhalb der Rücksitzbank muss jeder wissen, wie es für ihn praktischer ist. Wir haben ihn gern seitlich am Eingangsbereich. Dann haben wir hier ein großzügiges Schlafzimmer. Das heißt, es ist ziemlich in den Wohnraum integriert. Ich gehe jetzt durch, ja, hin. Also hier ist schon der Kühlschrank noch, wenn man das so sieht. Ja. Jawohl. Und dann haben wir hier den Kleiderschrank. Ah, den kann man hier aufmachen. Und da kann man sogar von oben in den Kleiderschrank reinmachen. Ja, von oben und von
Ja, dann kann man nur von oben fahren. Nein, nein, der ist sicher. Vorne ist die Tür. Ah, hier. Ja. Und was genau. Man natürlich sagen muss, ist dieses Liftsystem, das hört sich sehr praktisch an. Wir können aber berichten, dass das nicht so praktisch ist, denn das Bett ist ja mit Spannbetttuch bezogen und dieses Spannbetttuch zieht es jedes Mal raus, wenn man hier das Polster hochhebt. Ja, ja, genau, weil wir das ja auch haben in unserem Hümer und da, ich benutze das nie, weil mich das einfach nervt, wenn nachher dann das ganze Bett wieder verwurstelt ist. Kann ich nicht brauchen, aber das ist ja jedem seine Intention. Ja, kannst du mal schauen, wie die Schubladen hier funktionieren? Ja, genau, also alles Auszüge, ne? Oder? Jawohl. Jawohl, alles schön geräumig. Dann haben wir hier noch auf der rechten Seite einen Schrank. Nein. Unten. Ja. Jawohl. Ja, da ist auch mit Licht. Auch mit Lift. Licht. Mhm. Und was ist das hier? Das weiß ich jetzt nicht. Was soll das sein? Ja. Das ist wahrscheinlich. Da kann man das Bett. Kann man da erweitern, ja. Also dann irgendwie verlängern, ja. War das hier auf eine andere Art und Weise gemacht und jetzt schauen wir mal ins Bad rein. Denn das Bad hat scheinbar eine Besonderheit. Es steht hier ein Fario-Schwenkbad. Okay. Moment, ich mach mal auf. So. So, also, und jetzt haben wir hier den Schlafbereich komplett abgetrennt mit einem Fario-Schwenkbad. Kann man sogar abschließen. Okay. Ob man das immer, wo man braucht, abschließbar? Okay, ist da hingestellt. Wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt, dann sperrt sich einer ins Klo. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Das war jetzt. Das ist also wieder ein sogenanntes Duschklo. Schau. Aha, die Dusche mit Radkasten und hier kann man das Ganze abtrennen. Magst du es nochmal, Ossi? Ich habe es nämlich, glaube ich, nicht richtig gefilmt. Ja, also es ist. Dann ist also, wenn man das hier so abtrennt, dann kann man das hier auch noch runter machen. So, dass okay, also das, dann ist das nicht alles total nass. Ja. Ich muss sagen, meins wäre es nicht. Nein, wir sind da jetzt nicht ein Freund davon. Die Dusche ist für uns eigentlich ein ganz wichtiges Utensil im Wohnmobil, was wir ganz komfortabel und ohne Umbauten nutzen. So ein Duschklo. Ach so, ja, ja, klar, wenn das ja umgeteilt ist, dann braucht man hier das nicht. So ein Duschklo hat seinen Vorteil, dass man einfach komfortabler die Toilette nutzen kann. Mhm. Aber umbauen fürs Duschen geht aus unserer Sicht nicht. Hier ist auch nichts zum Abtrennen. Ja, also. Also auch wenn mal jemand nachts auf die Toilette muss. Okay. Ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. Also hier gilt das gleiche wie bei vielen Premium-Herstellern. Da muss man sich halt ins Klo. Okay, zumachen, die Tür zumachen. Trotzdem. Ja, also. Der Trennwand gehört her, denn man sitzt da unter Umständen mal mit Freunden und mal einer will ins Bett gehen. Also es gilt hier das Gleiche wie bei anderen Premium-Herstellern. Es wäre hilfreich, wenn die Ingenieure selbst mal, die das konstruieren, selbst mit so einem Wohnmobil in Urlaub fahren täten, dann täten sie merken, dass das eine oder andere doch anders konstruiert werden müsste oder dass hier zumindest ein Vorhang reingebaut werden sollte. Weißt du, was mir jetzt gerade noch auffällt? Wenn hier jemand duscht und er hat die Türe zu, ja. Schau mal. Kann der sich gleich beim Kühlschrank bedienen. Genau, und man kriegt hier die Schubfächer nicht mehr auf. Ja. Das müssen wir mal von der anderen Seite. Also man kommt nicht an den Kühlschrank ran und man bekommt diese Schubfächer nicht mehr auf. Also man muss die Türe vermutlich zu haben beim Duschen. Also es ist so, dass wir unsere Gewohnheiten in so einem Mobil massiv umstellen müssten. Ja. Denn häufig ist es so, dass einer bei uns duscht, ja, und der andere richtet schon das Frühstück. Und wer jetzt denkt, derjenige unter der Dusche bin ich und der das Frühstück richtet die Ursi, der hat sich getäuscht, das ist nämlich genau andersrum bei uns. Genau. Also das heißt, wenn einer duscht, er muss die Tür zu haben. Was? Das geht gar nicht, weil sie muss ja. Ja doch, das geht natürlich schon. Aber nee, es ist verdammt eng. Ja, also ist natürlich dann eng. Oder? Ja, und vor allem, ich da Platz am Springen zu nehmen. Warte mal, machen wir das jetzt mal so, wie das ja dann wäre. Ja, dann kann er die Tür nicht mehr zumachen, dann muss der nicht. Achso, dann muss der, wo drin ist, muss die Tür auf und zu machen. Der, was in der Küche ist, muss die Tür auf und zu machen. Auf und zu machen dann. Also, okay. Innovative Lösungen sind immer toll. Ich denke, die kann nochmal überdacht werden, diese Lösung. Ja, also
für uns wäre das jetzt nicht unbedingt eine Option. So, die Heckgarage ist sehr schön groß. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja. Steckdose natürlich auch nicht vorhanden, aber die gibt es wahrscheinlich auch als Paket wieder. Mhm. Malibu kommt auch aus dem Schwäbischen, nämlich bei Karthago in Aulendorf. Mhm. Das ist direkt bei Bad Waldsee, ja, nördlich vom Bodensee. Das ist so eure Information. Ja. So, da sind wir jetzt bei Weinsberg. Mhm. Und Weinsberg ist vor allem bekannt durch den Pepper. Ich habe das noch nicht perfekt recherchiert, aber es gibt verschiedene Varianten vom Pepper. Der Pepper zeichnet sich aus als so eine, so würde ich das jetzt mal beurteilen, ich korrigiere mich, wenn das falsch ist, so eine Mischform aus einem herkömmlichen Wohnmobil und einem Kastenwagen, weil es einfach auch etwas schmaler ist. Ja. Was heißt schmaler? 2,20 Meter. Ja, das ist doch nicht schmaler. Unser Wohnmobil ist 2,22 Meter. Es ist, ja, er ist halt also, kompakter. Also, er ist kompakter, aber er ist sehr beliebt. Mhm. Es fahren sehr viele Peppers rum. Und wir kennen auch. Wir grüßen den Pepperfahrer. Kavi und Matze, ja. Und die fahren ja auch eine Pepper. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie man so einen Pepper anschaut. Wir haben schon mal ein Video gedreht über den Pepper. Echt? Am Caravan-Salon. In Düsseldorf, wann? Vor 2 Jahren dann? Ja, also, ja, genau, am Caravan-Salon Düsseldorf 2018 haben wir schon mal einen Pepper vorgestellt. Wir verlinken das mal. Ah, kann ich mich nicht mehr erinnern. Also auch, sie wird alt, ja. Ja, so ist es halt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein und schauen uns diesen Pepper an. Genau. So, und dass der Pepper recht beliebt ist, das sieht man hier schon, weil alles voll ist. Der Pepper hier, der jetzt hier ausgestellt wird, hat eine Länge von 6,75 Meter, hat Einzelbetten und kostet als Ausstellungsfahrzeug 54.989 Euro. Und wir haben uns jetzt kompetent hier informiert. Der Pepper ist ein Sonderfahrzeug, was mit einem Haufen Extras versehen ist und 2 Varianten hat. Und hier haben wir diese Doppelbett-Variante. Und wenn sich irgendwann eine Lücke bietet zwischen den vielen Besuchern und Interessierten, dann schauen wir da mal rein. Mhm. Vorab können wir uns schon mal die Heckgarage anschauen. Ja. Die ist also etwas schmal, also, aber sie langt aus für 2 Fahrräder. Bekommt man die da dann rein? Ja, vielleicht die kleinen, umklappbare Fahrräder, oder? Ja, also ich weiß nicht, ob große reingehen. Es haben nicht alle Leute E-Bikes. Es gibt auch Leute, die das tatsächlich noch mit Kraft machen. Das glaubt die Ursi zwar nicht. Ja. Wer einmal E-Bike fährt, fährt immer E-Bike. Aber es ist tatsächlich so. Aber man bringt natürlich auch diese Klapp-E-Bikes, wie wir sie haben, bringen wir hier auch gut unter. Okay. Und dann hat er hier auch noch weitere Stauklappen in der Heckgarage. Aber auch keine Steckdosen. Nein. Vielleicht kann man die auch im Paket nachmachen. Lass uns rein. Ja, da sind noch Leute drin. Oh je, da ist voll. Wir stellen uns jetzt an und warten, bis wir reinkommen. Also, wenn ihr lieber in der Morello wollt, dann könnten wir uns auch anstellen. Aber wir wollen jetzt in den Pepper rein. Wir wollen jetzt in den Pepper und uns den Pepper anschauen, ja. So, wir warten immer noch auf den Pepper, ja. Und damit die Zeit nicht so lange ist, geben wir uns ab und zu mal einen Kuss. So, jetzt müssen wir erst einmal in den hinteren Bereich gehen, weil im vorderen Bereich gerade Besprechung ist. Man sieht also hier die Doppelbetten, ganz toll. Was fehlt, das haben wir ja damals schon festgestellt, das ist ein Seitenfenster auf der Beifahrerseite, lässt sich aber nachrüsten. Und dann hinten sind dann die Lichtschalter und es sind auch Steckdosen vorhanden. Also das Fahrzeug ist wirklich gut ausgestattet. Dann haben wir hier, Ursilein. Okay. Hier ist der Kühlschrank. Der Kühlschrank, ja. Und der Herd wieder auf der Beifahrerseite, was natürlich was mir persönlich wieder entgegenkommt. Ja. Die Schubladen mit Auszug. Ja, also eine Schublade, was absolut ausreichend ist, was man ja gut machen kann.
Und hier die Schränke, die sind mit so einer Schiebetür versehen. Wenn man dann mal das Bad anschaut, ein sogenanntes Duschklo, was ja absolut auch seine Vorteile hat, der Platz erfordert ist natürlich, dass man dann Lösungen hat, was Toilette und Dusche angeht. Und da sieht man, dass das hier versteckt ist und dass das Waschbecken weggefahren werden muss, wenn man die Toilette benutzt. Die Dusche ist groß genug, auch wenn hier der Radkasten in der Dusche drinnen ist. Aber es ist genügend Platz, dass man da mit beiden Beinen in gleicher Höhe stehen kann. Und ein Dachfenster ist auch vorhanden. Was ich jetzt natürlich sehr witzig finde, ist, dass da extra ein Schild steht, dass man die Toilette nicht benutzen soll. Dabei kann man sie gar nicht benutzen, weil das Waschbecken drüber ist. Heißt das jetzt, dass manch ein Zuschauer, ein Besucher der Messe auf komische Ideen kommt? Jetzt sind wir doch, haben wir das sogar schon gehört, dass das passiert ist, ja? Also, über manche Leute braucht man sich nicht unterhalten, nicht ärgern, nur wundern. Ja. Hat der Lubo immer gesagt. Aha. Kennst du den Lubo? Nee, wen meinst du? Von Lubo von Fix und Foxy? Ah, vom Goofy, der Freund. Nein, das ist Walt Disney. Ah, okay. Erklären wir, machen wir ein Video drüber. Aber jetzt sind wir erstmal hier im Pepper. Lieblingsspielzeug ist auch hier, ja. Und zwar eine große Klappe im Vergleich zum Hümer. Die ist sehr groß. Sogar. Und die lässt sich sogar so bedienen, dass sie nicht kaputt geht. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie die wieder runter geht. Ja. Oh, ja. Ah ja, ganz einfach. Also, Pepper-Prüfung schon bestanden. Ja, also das finde ich nämlich sehr schön. Wie gesagt, mir gefallen diese Küchen dann immer auf die Sauerbeifahrerseite. Das gefällt mir. Das macht es einfach gleich mal größer, offener. Das gefällt mir sehr gut. Ja. So. Dann hier haben wir das Cockpit. Das ist ein Peugeot-Cockpit, also aber auch wieder mit Ducato. Also ich stelle fest, alle Ducatos werden jetzt auch als Citroën und als Peugeot ausgeliefert. Das ist ein normaler Teilintegrierter. Und was ich jetzt schon sehen kann, das ist also für unser sogenanntes Premium-Fahrzeug von der Firma Hümer, haben wir hier einen großen Vorteil, nämlich einen viel größeren Tisch. Mhm. Der lässt sich nämlich seitlich herumdrehen. Schauen wir mal, wie schwer das geht. Nee, da, so rumdrehen, ja. Ah ja. Ah ja, geht leichter als unserer. Okay, viel größer ist er nicht, aber. Nee. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Tischvariante hier. Ja. Schönes Fahrzeug. Ussi? Ja. Gefällt mir. Ja. Kann man nicht meckern eigentlich. Und wie gesagt, wir haben schon mal einen vorgestellt, einen Pepper mit Doppelbett. Und der ist am Caravansalon in Düsseldorf gewesen. Okay, kann ich mich nicht mehr erinnern. Bis mehr. Lüge. So. Ich weiß, wie es geht. Ich halte meine Schnauze, die bin ich schnell. Das letzte Stufe. Viel Spaß. Also, danke. Da hinten ist eine Kurve, du weißt Bescheid, gell? Schnellste Stufe. Ich bin die ersten 10 Mal auf die Schnauze gefallen. Ja, ich war. Das ist super. Der sieht so glücklich aus, das ist das Beste. Ja, sowas gefällt mir. Da brauche ich gar nicht mehr viel reden. Nein. Für solche Sachen ist schon. Da muss ich ja fast nur noch fragen, was du dazu haben möchtest. Nein. Was du dazu haben möchtest. Was du dazu haben möchtest, ein Korb oder Schloss. Wir haben leider keine Verbindung dafür. Ein super Gerät und hier haben wir den Sönke. Ja, Sönke aus Kiel, der Bruder vom Gründer. Hier haben wir den Max Sport, fährt 25 km/h, 30 km Reichweite. Zulassung für ganz Europa, kann man im Sitzen fahren, kann man im Stehen fahren, kann man sportlich fahren, kann man langsam fahren, kann man Spaß haben. Ich kann es bestätigen, ist super. Leider haben wir 2 Autos, 4 E-Bikes und einen Lacksport gleich. Mal schauen, was der Sönke da zusammenbringt. Ja? Aber wir sind natürlich schon harte Brocken. Also uns zu überzeugen, da gehört was dazu. Ich denke, schaut ihr mal vorbei beim Sönke, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ciao. We'll be right back.
So, Christina, vom europäischen Elch. Und nicht nur der Elch grüßt euch. Sondern wir wollten uns eigentlich auch mal an dieser Stelle bei euch recht herzlich bedanken. Es hat uns riesig gefreut, dass wir hier so oft angesprochen wurden. Ja, ja. Und es freut uns immer, wenn ihr uns seht, könnt ihr winken, könnt uns auch ansprechen oder ihr könnt auch schnell vorbeigehen. Ja. Bleibt euch überlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns ansprecht und Hallo sagt. Ja, genau. Also es hat uns riesig gefreut und das könnt ihr gern weiterhin tun. Ja. Denn wir kennen euch ja nicht, aber es ist dann immer sehr schön, doch mal zu sehen, wer unsere Filme eigentlich anschaut. Ja, vor allem die kommunikative Ussi, der kennt es immer. Ja. Und unsere Pressereferentin. Ja, so ungefähr. Also bis dann, gell? Hat sich ganz schön gefüllt, ja. Und heute ist Donnerstag, also heute ist gerade der Hauptdach, aber es ist sehr viel los. Ja. Und ist zu Recht. Und es ist dann auch wieder sehr schwierig, in die Fahrzeuge reinzukommen. Oh ja, also, es ging aber schon. Ja, also wir haben versucht, ein paar Impressionen zu filmen. Und euch ein paar Fahrzeuge vorzustellen. Ja. Natürlich auch nach unserer Interessenslage etwas. Ja, aber ich muss euch sagen, ihr müsst einfach selber herkommen, weil die Auswahl ist so groß. Das ist dann auch immer ganz gut, wenn man so selber von Augenschein das anschauen kann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch herzukommen. Diesmal ist Hümer dabei. Ich glaube, letztes Mal war Hümer nicht da. Ja, wenn Hümer interessiert, uns natürlich sehr. Uns interessiert Hümer immer. Ja. Und es waren eigentlich eine sehr, sehr große Auswahl an Herstellern vorhanden. Und also da findet jeder sein Traummobil, auch was den Preis angeht. Das, wir können einfach nur sagen, kommt her, schaut euch das an, hier in Leipzig. Auch der Tourismusbereich bietet sehr viele Inspirationen. Und dann der Zubehörbereich, der war nicht so groß, aber es war alles vorhanden. Es war sogar Gasanlagen vorhanden, die wir ja auf der CMT im Januar vermisst haben. Ja, also wir haben sehr vieles dazugelernt, wir haben sehr viel Interessantes gesehen. Uns hat sehr gut gefallen. Leipzig, wir kommen gerne wieder. Kann ich so sagen, was ich? Auf jeden Fall. Also uns gefällt sehr gut hier. Ja. Und wie gesagt, es ist auch sehr interessant und jeder findet da irgendetwas, was ihn persönlich interessiert. Insoweit verabschieden wir uns von Leipzig oder hast du noch was zu sagen? Nein, ich habe jetzt nichts zu sagen, weil ich habe jetzt eigentlich Hunger und hinter uns, wir zeigen das euch nachher noch, da ist eine Riesenfläche, wo man alles Mögliche zu essen bekommt. Also wer hier verhungert, würde ich sagen, ist selber schuld. Man nennt sowas auch Fressmeile. Ja, genau. Und da werden wir jetzt natürlich noch hingehen und uns auch noch etwas holen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat, euch inspiriert hat, vielleicht auch mal vorbeizuschauen an der Messe in Leipzig. Ansonsten war es dieses Jahr, was ist für dieses Jahr mit Messebesuchen durch uns? Wir sehen uns wieder auf der CND 2020 in Stuttgart und dazwischen im Video. Ja, so haben wir es auf jeden Fall mal geplant. Bleibt uns treu. Wir bringen auch wieder Neues. Ja, also. Und kommen wieder. In dem Sinn verabschieden wir uns jetzt von euch und sagen Tschüss, bis Ciao. Dann. Ciao. Tschüss.